Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wir sind bei Forest Frenzy angelangt und ich bin gespannt, wie schwer das Game jetzt ab hier werden wird, denn es hat schon in letzter Zeit ordentlich am Schwierigkeitsgrad zugelegt. Wir hatten sogar... Was war das für eine witzige Animation? Wir hatten sogar schon unseren ersten Game Over in der letzten Folge. Okay. Verstehe. Donkey Kong kann irgendwie nicht so gut da hoch. Na gut, für das Car probiere ich das und ich krieg's nicht. Mit Diddy geht's viel einfacher. Warum ist Diddy einfach der bessere Kong? Warum? Kann mir das jemand verraten? Gibt es irgendwas, worin Donkey Kong besser ist als Diddy? Okay, das ist ein Lianen-Level, wie ich sehe. Aber könnt ihr mir Deltour da bitte erklären? Ihr habt doch gesehen, wie er sogar noch dran hing und dann einfach abgesprungen ist. Beziehungsweise abgerutscht. So liegt es daran, wenn man B drückt. Nö. Okay. Jetzt gebe ich mir einfach mal ein bisschen Mühe. Das sollte mich nicht interessieren für drei solche läppischen Bananen, oder? Ich sehe hier aber einen. Oh, brauche ich. Ich brauche die. Das scheint mir nicht hoch genug zu sein. Das habe ich dann aber jetzt versagt. War aber schon mal nicht das O, dann ist es vielleicht für Schmerzbau. Okay, Single. Ja, sorry, aber was ist das denn für ein Enger? Jesus Christ, wie eng ist denn das? Oh Junge, please, danke. Aber viel nützt mir der Checkpoint sowieso nicht, weil ich kurz davor bin, Game Over zu gehen. Nein, warum? Wer soll ich das denn wissen, dass die nach oben gehen? Ich will das. Oh, warum springst du denn ab, Donkey? Anstatt an der Liane einfach zu hängen und den Damage zu tanken. Das heißt, wenn ich es bis dahin schaffe... Die wartet, nach oben geht die, die geht nach unten, die geht hoch. Die geht auch hoch, die geht runter. Es ist relativ einfach, wenn man gut beobachtet. Kann man das sehen, in welche Richtung die gehen. Aber das hier finde ich sehr gemein jetzt. Weil die extra so mit einem mitgehen. Ich tank da einfach den Schaden extra. Und das ist wieder so kranker Scheiß wie mit den Wespen vorhin. Das ist gar noch schlimmer! Kein Wunder, dass er einen da in One-Up vorher geben. Und absichtlich auf Kosten von dem einen Leben. Damit man sich vielleicht doch nicht das One-Up holt, wenn man klug ist. Runter, hoch. Runter. Hoch, hoch. Runter. Oben bleiben. Runtergehen.
langsam, trotzdem immer alles schön präzise. Auch das Klettern kann ich schon verstehen, warum sie es wirklich so krass eng machen. Ja, es ist echt so. Brauche ich. Aber ich habe ihn getötet leider. Und vielleicht brauche ich ihn doch nicht. Denn ich kann ja auch von da runter jumpen. So, aber wo ist... In welchen von den dreien ist mir das Secret jetzt? Direkt hier? Nö. Ey, woher soll ich denn wissen, wo ein Eingang? Gibt es ja noch mehr mögliche Eingänge. Da gibt es 6 Möglichkeiten. Okay. Nach links geht's nicht. Es geht in Temple Tempest. Das nach einem Wasserlevel aussieht, wenn ich dem hier Glauben schenke. Oder es ist ein Tempel, wie der Name einen eigentlich gesagt hat. Okay. Was das kann. Es geht natürlich nicht nach links zurück. Ach so. Ach so. Das wusste ich natürlich. Okay, aber die rennt schneller. Muss ich immer noch rennen? Es ist auch gut zu wissen, dass das Ding da dann auch aufhört. Aber scheinbar nicht vom Abgrund halt macht. Okay, Checkpoint haben wir. Heilung ist auch direkt am Start. Okay, und es geht gleich weiter mit Verfolgung. Nach unten. Habe ich jetzt einfach gemacht? Oh, nur einer? Macht es natürlich viel einfacher. Und wenn man getroffen wird, ist man nämlich... wird man rausgeschlagen, okay. Hey, warum hat sich das nicht aktiviert? Okay, jetzt hat sich's. Obwohl ich exakt dieselbe Fallhöhe hatte, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir auch hier das N. Und ich bin sehr lächerlich wieder mal draufgegangen. Ich könnte es auf Joy-Con Drift schieben, aber ich sage euch ehrlich, ich war dumm. Jetzt bin ich auch hier wieder, das ist ja ärgerlich. Das ist viel einfacher, um den Windern zu entkommen. Hereinzugehen. Das ist eine gute Idee.
ist unendlich, ne? Nee. Aha, irgendwann taucht eine Stadt auf. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen, wenn ich so sagen darf. So. Das mal. Das macht mir so. Das ist, interessiert mich nicht, so ein einzelnes Teil. Warum? Oh, jetzt bin ich auch durchgegangen durch die Plattform, finde ich. Ich lenke da extra ein Stück nach links, weil ich denke, ich komme zu weit. Und dann reicht es, um einen runterzukicken. Beste, immer hier runter zu gehen. Aua. Schade, hätte ich es nochmal geschafft, hätte ich voll gehabt. Und ich glaube, ich muss da auch. Ich glaube, meine Hitbox ist generell ein bisschen weiter rechts, als ich sie einschätze. Also weiter hinten, besser gesagt. Weil gerade bei Donkey, na, der ist schon ziemlich groß. Aber ich glaube, man muss wirklich so ziemlich da, wo seine Füße sind, muss man auch landen. Ist lustig, dass ich das nicht schaffe. Ja, seht ihr, wie weit ich da eigentlich rechts gelandet bin? Bin ich hier nicht safe? Okay. Einerseits hätte man da drauf kommen können, aber andererseits, wenn das Ding nicht in Abgründe rollt, warum soll das da runterrollen, oder? Das schaffe ich nicht. Da hinten ist Candies, da muss ich es hinschaffen vor dem Game Over. Aber man kann relativ gut eigentlich erneuern. Also bitte, was war das denn? Das Ding ist total gestraft jetzt. Verdammt. Den Hit hätte ich eigentlich gebraucht bei das hier. Muss ich hier gut performen, maximal. Das ignoriere ich. Woo! Ah! Wir haben noch eine Chance. Aber es sieht übel aus. Düster, um nicht zu sein. Nahezu unmöglich. Ja, da bin ich jetzt runtergerutscht. Ich bin so ein Typ, der sich wundert, wenn ich auf dem Springen bin, sicher. Jetzt dreht er sich um. Jetzt strafft er wieder. Ja, aber jetzt habe ich die drei Rambis. Und damit kann ich wieder rückwärts. Holen. Was soll das machen? Das ist ja das Beste von allen, ey. Wenn er schon jetzt bei 300 passt. 300 geschafft. 404 Level-Ups, schon wieder extra Leben.
Ist noch crazy gut? Hat sich schon mal die Düsternis etwas gelegt? Was nicht heißt, wir könnten nicht trotzdem gleich wieder da umgehen. Zum Beispiel so. So, jetzt aber mal Mühe geben. Was nicht heißt, ich werde mich wieder den Bonus ausnutzen. Trotzdem sehr nah vor einem weiteren Extra-Leben. So. Und jetzt mal nicht in den blöden Abgrund reinrutschen. Das lasse ich in Ruhe. Nein! Ich bin wieder rausgekommen. Und das... Euer Ernst? Oh, ich kunst. Oh, wie unfair ist das denn? Woher sollte ich denn jetzt wissen, dass der Scheiß alles respawnt und das Teil weg ist? Also das fand ich jetzt scheiße. Das ist ja völlig... völlig random gewesen. So, ihr wisst, macht keinen Sinn, irgendwas anderes zu tun. Okay. Hat sich erledigt, weil einfach mir das Stuff passiert. Auch gut. Ich hab gedrückt. Ich hab genau gedrückt wie immer. Ich hänge auf ewig an dieser Stelle fest. Immer wieder denselben Bonus machen. Leben zurückholen, dann wieder drauf gehen. Kann ich den noch nicht mit Sicherheit schaffen. Wenn ich jedes Mal eine Rambi-Statue kriegen würde, sähe es gleich viel besser aus. So, jetzt aber. Ich einfach mal so. Moment mal. Ich habe das Gefühl, ich hätte da an der Liane nach unten gehen können von Secret. Aber kann ich nach so vielen Fails jetzt nicht rechtfertigen, das noch zu versuchen. Hier ist jedenfalls mal wieder ein Speicherpunkt, das heißt... Sie lobt mich dafür, dass ich so weit gekommen bin, sehr schön. Und jetzt haben wir die Uran-Utan-Gang als Boss, oder... Ist es ein Level? Es ist ein Level. Ich hab mich schon gewundert, weil keine... Bananen... Was? Warum schießt du es nach links? Und Donkey kommt auf die Plattform nicht hoch.
wieder ein Level, extra Leben total sinnlos verschwendet. Der würde ja jetzt gar nicht mehr aufgedrollen. Komm, also, so auf Klapptops springen muss ich eigentlich langsam können. Moment, das sah grad. Habe ich da unten ein Fass gespielt oder bilde ich mir das ein? Diese Musik hier kennen wir auch, die ist auch sehr gefeiert. Und das völlig zu Recht. Ich kann da irgendwie fast unendlich lang rollen. Aber auch nur irgendwie fast, was es sehr weird macht. Dazu sage ich gar nichts. Ja, diesen Lianen kann man irgendwie rutschen wie sonst was. Sollte man eigentlich eher schnell ausschalten. Dann lässt man die gar nicht erst zum Jumpencross kommen. Wie ist das? Der kann an den Klapptops vorbei. Der kann aber keinen. Ich hab's mal versucht. Aber man kann trotzdem von denen getroffen werden. Und wo geht's da weiter? Da ist doch einfach ein riesiger Abgrund. Auf den Bäumen, ne? Zack, direkt. Das ist, ein extra Gefälle, ne? Dass man in die reinrollt und dann runter in den Abgrund reinfällt. Und das haben sie geschafft. Ist nicht so schwer, das zu verhindern, ehrlich gesagt. Aber warum bin ich? Warum habe ich das zum Zeitpunkt auserkoren zum Springen? Man ist sicher vor den Klapptops, das ist der einzige Vorteil. Was ist das? Das ist Linky Kong! Aber er ist ein Assi! Also der Strauß ist scheiße, keine Gegner töten können, das ist ja das Schlechteste, was ich mir als Upgrade vorstellen kann. Da ist das N. Da ist ein neues Lebensfass. Und da hätte ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen sollen, aber oh! Man rollt nun mal da automatisch so viel. Checkpoint, das heißt, wir haben gleich mal den übersprungen. So, komm hier. Das hat leider ein bisschen was von den
Ja. Von den Sniper-Koopas. Ich kann das ja nicht ahnen. So schnell wie das angeschossen kommt. So, das N muss ich nicht nochmal einsammeln. Aber sie geben einem ja extra ganz viel Leben eigentlich. Man darf halt nur nicht zu schnell vorgehen. Aber durch das Gerolle von denen da ist es nicht so einfach, das umzusetzen. So, wir sind hier. Da muss eigentlich Boden sein, wenn da solche Dudes rumjumpen. Obwohl, ich habe nichts gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein Secret. Auf die drauf jumpen sollen. Oh. Okay, aber da hatte ich jetzt einfach nur Luck. Ich habe das Gefühl, gleich kommt der Pfeil und da kommt er auch. Und auch den hätte ich garantiert benutzen sollen, um hier auf die Bäume zu kommen, und da wäre garantiert das G. Und oha! Frankie hat noch mal was zu sagen. Wie sieht's denn aus? Ah, endlich jemand, mit dem ich reden kann und belappen und beleidigen. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Die Farben sind alle viel zu bunt für meine Augen. Damals hatten wir nur schwarz und weiß. Selbst die Bananen haben ja mehr Frames und Farben als ich in einem gesamten Game. Guck mal, mein Bart bewegt sich sogar, wenn ich hier wackele. Wie soll das einbauen, um zu hypen, wie gut dieses Game ist eigentlich so insgeheim? Ja, das hat er doch schon mal gesagt, den ich dafür. Im Jungle Hijinks auf dem. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Man kriegt auch ein extra Leben, wenn man auf 8 Gegner springt. Ich den Rambi da kriegen? Nee? Okay. Der Clam City. Ist dieser Hügel da hinten? Ist es in Wahrheit. Sind es Bananen? Weil das klingt nach einem Wasserlevel. Und irgendwo muss aber auch der Boss sein. Hä? Hab ich gerade gar nicht gesehen, dass der was geschossen hat. So, mir ist beim Bearbeiten was aufgefallen. Nämlich, ich war einmal halb in dem Secret drin und bin dann aber nicht weitergesprungen. Und deswegen werde ich jetzt hier sehr drauf achten, einfach mal ein bisschen in alle Wände reinzuschwimmen. Und gucken, ob sich da was tut. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber hier unten könnte was sein. Das hier oben sieht zum Beispiel secretmäßig aus, aber nein. Da gibt es nur das. Hä? Wo ist das klar gewesen? Ich habe doch nur schon alles ausgecheckt. Ich bin fast geneigt, zurückzuschwimmen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da oben geht's weiter. Der da was sein, aber wie soll man denn hinter die kommen, ohne Damage zu nehmen? Okay, ich krieg das Leben gleich zurück. Das ist sehr lieb. Oh Junge. What the hell? Was? Das ist mega unfair. Gibt's hier einen versteckten Engard oder so?
Checkpoint. Das extra ein Pfeil nach links wird, dass wenn man stirbt, dass man sich nicht erinnern muss, dass es nach links geht. Weil es ja normalerweise in Jump'n'Runs nach rechts eher geht. Oh, das konnte ich doch nicht wissen, dass der noch einen nach oben schießt. Ach man, so ein einfaches Level und ich versag leider. Am schwierigsten. Oh, Gott sei Dank, im Leben. Weil jetzt so richtig fiese Stuff kommt wahrscheinlich. Wobei, das ist im Vergleich zu dem vorhin im Kinderspiel. Kreuz ist probiert nach rechts. Hier ist das N, aber wir haben leider immer noch das K verpasst. Ich hätte doch zurückgehen sollen. Ich dachte jetzt, das erreicht mich da. Secret? Ja. Na klar. Hä? Ach komm schon! Ach Mann, ey. Das ist... Ganz im Ernst, das Level ist so einfach. Absolut nicht gerechtfertigt da. Ach man. Das ist eine schwierige Stelle, das gebe ich zu. Geschenkt. Jetzt kommt die 5er Muschel. Ich war ein bisschen gierig. So, jetzt mache ich... Hey, ach komm schon! Natürlich. Hätte ich nicht ein einziges Leben daran verbrauchen sollen. So, und das jetzt noch ein Boss? Da würde ich sagen, ich speichere nur, weil ich kein extra Leben mehr habe. Aber den Boss mache ich jetzt noch in dieser Folge, auch wenn wir schon etwas länger gemacht haben. Sehr gut, dass ich gespeichert habe. Und so habe ich jetzt einfach mal 5 extra Leben gegen den Boss gekriegt. Aber hat man schon... Hey! Ach so, das... das muss man... Der ist unverwundbar, wenn er rot ist. Ja, dann hätte ich... Das hätte ich gar nicht in einem Versuch schaffen können. Weil man das wissen muss vorher. Hä? Was war das denn jetzt für Betrug? Das Fass, das fliegt ja... Das fliegt ja lächerlich tief.
einmal Schema erkannt, ist es schon kein Problem mehr. Sieht, oder? Ne? Shit. Das hätte nicht noch sehen müssen. Ich dachte, das Ding wäre jetzt ultra schnell und war es einfach mal nicht. Natürlich war es das letzte Leben. Hätte ich auch schneller schaffen können, aber hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Und damit würde ich sagen, ein guter Abschluss für die Folge, oder? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Daumen da. Und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge, wo es weitergeht mit dem Gorilla-Gletscher. Also bis dahin und tschüss.